Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, denn es ist endlich mal wieder eine Solo-Folge. Und es ist tatsächlich heute auch eine Solo-Folge, in der ich dich gerne dazu animieren möchte, mitzumachen. Denn ich möchte dir eine ganz fantastische, hilfreiche, effektive Technik beibringen, die dir dabei helfen kann, blockierende Glaubenssätze aufzulösen und auch negative Emotionen, ich sag mal, zu verarbeiten, zu transformieren, loszulassen, damit umzugehen und innerlich einfach deine Energie zu shiften. Wenn du mich schon länger kennst, dann wirst du diese Technik auch kennen. Das ist EFT, Emotional Freedom Technik. Ich werde gleich in der Folge noch mehr dazu erzählen. Und es ist wirklich eine der effektivsten Techniken, die ich kenne, um Ängste zum Beispiel auch aufzulösen und einfach in sich selbst diesen inneren Frieden herzustellen. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dieser Folge, möchte ich einfach an dieser Stelle von Herzen Danke sagen. Denn mein Buch, zurück zu mir, mein erster Roman, was wirklich ja, für mich eine unglaubliche Reise war, dieses Buch zu schreiben, eine sehr schöne Reise, ist tatsächlich auf Platz 1 eingestiegen von der Spiegel-Bestsellerliste, was ich so schön finde. Und das hat das Buch dank dir geschafft. Danke dieser Tausenden von Menschen, die sich das Buch gekauft haben, es gelesen haben, es empfohlen haben. Danke auch an der Stelle für eure fantastischen Rezensionen, für ja, alles, was ihr mir auch zu dem Buch schreibt, die Nachrichten, die mich erreichen, die Bilder, die mich erreichen. Es berührt mich wirklich von Herzen und es ist einfach so schön. Also danke, danke, danke an der Stelle für all den Support und für die Liebe zu diesem Buch, denn dass es das Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste, auf Platz 1 von der Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, bedeutet vor allen Dingen für mich, dass das Thema Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung wirklich in der Mitte unserer Gesellschaft ankommt und dass das mit diesem Buch vielleicht noch mehr Menschen erreichen darf, die sich vorher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dafür bin ich einfach so dankbar, denn genau das ist meine Lebensvision. Das ist, wofür ich losgehe und das ist, warum es diesen Podcast gibt, weil es einfach dieses Bild oder weil ich dieses Bild von meinem inneren Auge habe, von einer Welt, in der mehr Menschen beginnen, in Kontakt zu kommen mit ihrer Essenz, mit ihrem Wesenskern, mit ihrer Schöpferkraft, aber auch mit dem Wissen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und zwar nicht nur wir Menschen, sondern tatsächlich auch mit der Natur und allen Lebewesen. Und deswegen ist es für mich eins der größten Geschenke, dass dieses Buch jetzt so viele Menschen erreichen darf. Und danke an dieser Stelle an dich und an diese unfassbar geile Community. Ihr seid einfach wirklich der Wahnsinn. Danke, 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 danke. Und ja, jetzt geht's auch los mit unserer Podcast-Folge, wo du blockierende Glaubenssätze auflösen kannst mit EFT. Ich freue mich. Und vorab noch ganz kurz die Info. Dieser Podcast ist jetzt mal mit Video aufgenommen, weil dir das natürlich dabei helfen kann, mit EFT mitzumachen. Du musst dir das Video nicht dazu anschauen. Ich werde es auch einfach erklären. Das heißt, es reicht, es auch auf den Ohren zu haben. Aber wenn du es gerne sehen möchtest, weil es vielleicht für dich einfacher ist, dann mitzumachen, dann schau dir das Video einfach super gerne bei mir auf der Webseite an oder auf YouTube. Und genau, los geht's, Freunde der Sonne. Viel Spaß mit dieser Folge. So schön, dass du da bist und ich freue mich sehr, jetzt mit dir hier in dieser Podcast-Folge die EFT-Technik durchzugehen oder sie dir beizubringen, die du nutzen kannst, um limitierende Überzeugungen aufzulösen, um Ängste aufzulösen, um mit negativen Emotionen umzugehen. Und es ist wirklich eine der Techniken, die, also ich kenne kaum oder ich kenne gar keine Technik, um ehrlich zu sein, die schneller und effektiver funktioniert als EFT, Emotional Freedom Technik. Und es ist eine Technik, die darauf basiert, dass du unterschiedliche Punkte deines Körpers stimulierst oder klopfst in diesem Falle. Deswegen heißt es Tapping. Ich werde dir die Punkte, ich werde die mit dir gleich zusammen durchgehen. Und während du diese Punkte, das sind bestimmte Meridianpunkte, das heißt Hauptenergiepunkte in deinem Körper, während du die tappst, bestimmte Sätze sprichst. Und diese Verbindung aus der Berührung, der Stimulation dieser Meridiane, dieser Energieknotenpunkte deines Körpers in Verbindung mit dem Bewusstsein von bestimmten Gefühlen und dem bewussten Fühlen, kann das dazu beitragen, diese Ängste aufzulösen, blockierende Überzeugungen aufzulösen. Und ja, es ist einfach wirklich eine fantastische Technik. Du kannst dich einfach drauf einlassen. Und genau, warum überhaupt
blockierende Glaubenssätze auflösen? Das ist vielleicht vorab einmal eine ganz, ganz wichtige Frage. Blockierende Glaubenssätze oder blockierende Überzeugungen kommen daher, dass wir meistens als Kinder oder im Anfang unseres Lebens bestimmte Überzeugungen übernehmen, wie zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich kann das doch eh nicht, ich bin nicht wertvoll, ich schaffe das nicht, keiner liebt mich. Das heißt, dass wir bestimmte Überzeugungen über uns selbst übernehmen, von denen wir dann im Laufe unseres Lebens anfangen, sie nicht mehr zu hinterfragen. Diese Überzeugungen werden dann plötzlich unsere Realität. Ja, die sind dann so in unserem Unterbewusstsein verankert, dass wir keine Frage mehr darüber haben. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Spannendes, denn unsere Psyche oder unser Unterbewusstsein führt dann dazu, dass wir basierend auf diesen Überzeugungen, die wir haben, ich nehme jetzt mal einfach die Überzeugung, ich bin nicht liebenswert. Angenommen, du hast irgendwann als Kind geschlussfolgert, du bist nicht liebenswert. Und hast diese Überzeugung dann im Laufe deines Lebens immer mehr gefestigt, indem du bestimmte Erfahrungen gemacht hast, die das immer mehr bestätigt haben. So, und jetzt stell dir vor, du bist jetzt 30 und du hast gar keine Frage mehr darüber, ob das wirklich so ist oder nicht, sondern es ist einfach deine Realität geworden. Du bist nicht liebenswert, du hinterfragst es nicht, das ist deine Realität. Und aufgrund dieser Überzeugung von ich bin nicht liebenswert, ist es jetzt so, dass du logischerweise bestimmte Gefühle fühlst. Es können Gefühle sein wie Scham, Angst, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Traurigkeit, Wut. Und diese Gefühle sind jetzt wie so deine täglichen Begleiter. Du kennst auch diese Gefühle schon so lange, weil du ja schon als Kind angefangen hast, diese Überzeugungen zu glauben. Aufgrund von diesem Gefühl, ja, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Kreislauf. Also oben steht die Überzeugung, deine Identität, das, was du denkst, wer du bist. Dahinter kommt dann das Gefühl, wie so eine logische Rückkopplung, weil dein Körper anfängt, diesen Gedanken zu glauben. Das heißt, da kommt eine bestimmte Emotion. Aufgrund von dieser Emotion fängst du jetzt an, bestimmte Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Ja? Denn angenommen, du stehst auf dem Standpunkt, ich bin nicht liebenswert, dann wirst du dich zum Beispiel in deiner Partnerschaft ganz anders verhalten als jemand, der weiß, dass er oder sie liebenswert ist. Und aufgrund dieser Entscheidung, die du dann triffst, vielleicht sogar zu sagen, ich bin Single oder ich bleibe Single, weil ich bin ja eh nicht liebenswert. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Oder dass du immer wieder Partner suchst in deinem Leben, die dich schlecht behandeln. Alles unterbewusst, ja. Das passiert alles unbewusst. Das ist nichts, was auf der bewussten Ebene stattfindet, sondern das ist dann dieser Kreislauf, in dem wir dann drin sind. Und diese Erfahrung, die du dann machst, diese Entscheidung, dann diesen Mann zu wählen und nicht diesen Mann zu wählen, führt dazu, dass du eine bestimmte Erfahrung machst, die dich wiederum in deiner Identität bestätigt, nicht liebenswert genug zu sein. Wie zum Beispiel, dass du dann einen Mann oder eine Frau, je nachdem, mit wem du zusammen bist, hast, der dich betrügt oder die dich betrügt oder die dich immer wieder verlassen oder die nicht genug Zeit mit dir verbringen oder wie auch immer. Und das bestätigt dich wieder in der Identität, nicht liebenswert genug zu sein. Und in diesem Kreislauf sind wir dann drin. Und irgendwann sind wir so sehr da drin, dass wenn ich jetzt sowas sage, wie dass du in diesem Kreislauf drin bist oder vielleicht warst, vielleicht ist es bei dir auch ein anderer Kreislauf, wie ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, dass wir so sehr da drin sind, dass wenn man dann direkt davor steht, dass es sein kann, dass es einem plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt und man es plötzlich erkennt, wie sehr diese eigene Überzeugung die eigene Realität geprägt hat. Und manchmal braucht es so Momente, dass das gesehen wird oder dass das aufgezeigt wird, weil es, wie gesagt, so ist, dass es unbewusst in uns stattfindet und dass wir bewusst gar nicht merken, dass das eigentlich unsere Realität ist. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass es auch vollkommen normal ist, dass du solche Überzeugungen hast. Ich habe solche Überzeugungen. Ich glaube, jeder Mensch da draußen hat solche Überzeugungen. Manchmal habe ich dieses Bild vor meinem inneren Auge, dass man sich vorstellen kann, dass da draußen in der Welt eigentlich ganz viele erwachsene Menschen rumlaufen mit so einem verletzten inneren Kind in sich drin. Und dass wir unsere verletzten Kinder uns sich gegenseitig immer wieder begegnen. Und genau darum geht es heute, dass du im ersten Schritt erstmal ganz liebevoll hier auf dich selbst blicken kannst und einfach wahrnehmen kannst, okay, habe ich so eine Überzeugung? Habe ich irgendwo in mir die Überzeugung, nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein, nicht gebraucht zu werden, überflüssig zu sein oder machtlos zu sein, kann ja auch eine Überzeugung sein.
nicht gut genug zu sein. Und dass du hier einfach diesen Raum jetzt bekommst, heute in diesem Podcast, in dieser Folge, für dich da mal reinzufühlen, das Unbewusste bewusst werden zu lassen. Denn in dem Moment, wenn wir bewusst werden, wenn du bewusst bist, wenn es einmal Klick gemacht hast und du erkennst, ach, okay, aufgrund von dieser Überzeugung habe ich bestimmte Menschen in mein Leben gezogen, habe ich bestimmte Erfahrungen gemacht, weil wir uns selber immer wieder da drin bestätigen. Und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben diese Überzeugung meistens aus diesem Grund, weil wir als Kinder es einfach nicht besser gewusst haben und weil wir irgendeine Erklärung brauchten für eine bestimmte Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, weil unsere Eltern oder Menschen, die uns nahe standen, uns auf eine bestimmte Art und Weise behandelt haben und wir das dann interpretiert haben und wir nicht unsere Eltern oder Menschen, die wir vielleicht auch lieben, sozusagen abwerten wollten und sagen, die sind schuld, haben Kinder eigentlich immer die Tendenz, erstmal den Fehler bei sich selber zu suchen, leider, um irgendwie diese Erklärung für diese Erfahrung zu schaffen. Das heißt, letztlich sind diese Überzeugungen wie, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert genug, erstmal wie eine Art Schutzprogramm, damit sich unsere Psyche erklären kann, warum sowas passiert, warum sich unsere Eltern die ganze Zeit streiten und sich nicht irgendwie auf uns einlassen oder warum unsere Eltern einfach weggehen oder uns verlassen haben oder uns vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt haben oder was auch immer es ist. Aber häufig ist es so, dass diese Überzeugungen, die wir dann übernehmen, in erster Linie wie ein Schutzprogramm für uns sind, in diesem Moment. Heute bist du aber erwachsen. Du brauchst diesen Schutzmantel, den du dir damals übergezogen hast. Du brauchst ihn schon längst nicht mehr. Du kannst den ausziehen. Der gehört eigentlich gar nicht mehr zu dir. Und das ist so wichtig. Und ich hoffe, dass wir das heute hier zusammen mit EFT für dich schon mal anfangen können zu transformieren. Und an der Stelle auch ein Punkt, der mir so, so wichtig ist, das hier einmal in aller Deutlichkeit und in aller Klarheit zu sagen. Persönlichkeitsentwicklung oder auch überhaupt dieser eigene spirituelle Weg ist ein Weg. Es ist eigentlich nie so, dass man einfach irgendwann da ist und dann ist alles fertig und man hat alles in sich aufgelöst und man ist komplett geheilt, sondern es ist ein Weg und es kommen auch immer wieder mal neue Themen und dann gucke ich mir die an und dann arbeite ich mit denen und das ist in Ordnung, ja. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, das zu sagen, es geht hier auch nicht um irgendwie Spiritual Bypassing oder so toxische Positivität, wo man einfach so tut, ach nee, es ist alles gut, es ist alles wunderbar, ich liebe mich, ich bin Liebe, das Leben ist Liebe, aber in Wahrheit fühlst du dich innerlich ganz, ganz anders. Mir ist es so wichtig, vor allen Dingen hier mit dieser Folge, dir auch den Raum zu geben, ehrlich für dich hinzufühlen, dich selber zu spüren, deine Überzeugungen wahrzunehmen, die Gefühle, die dahinterstehen, wahrzunehmen, wie Wut, wie Traurigkeit, wie Machtlosigkeit, damit du eben anfangen kannst, damit zu arbeiten, damit du die nicht unterdrückst, damit du nicht so tun musst, wie es ist alles fantastisch und in Wahrheit fühlst du dich in deiner inneren Welt wie weggeschmissen. Ja? Und das ist mir so wichtig, dass wir hier wirklich tief tauchen quasi und du dir erlaubst, dich selber zu erfahren und auch da, ganz ehrlich, bei mir ist es auch so. Ich habe solche Überzeugungen, ich habe solche Gefühle. Ich laufe auch nicht den ganzen Tag wie ein Einhorn durch mein Leben, sondern auch ich bin manchmal wütend, auch ich bin manchmal traurig, auch ich bin manchmal sauer. Worum es einfach nur geht, ist, die Tools dann auch an der Hand zu haben, mit diesen Emotionen umzugehen und eben nicht in diesen Emotionen festzustecken, sondern sich zu erlauben, die Botschaft dahinter zu erkennen, mit denen zu arbeiten und immer wieder in diesen inneren Frieden zurückzukehren und zu wissen, wie du dahin zurückkehren kannst. Das ist das, worum es geht. Und es geht darum, dass ich mir natürlich aus tiefstem Herzen für dich wünsche, und das ist, warum es diesen Podcast gibt, dass du dich daran erinnerst, wer du wirklich bist. Denn wenn du dich erinnerst, du bist Liebe. Du bist Liebe, du kommst aus Liebe und du wirst zu Liebe zurückgehen. Und Spiritualität für mich bedeutet vor allen Dingen auch einfach zu lernen, loszulassen. All diesen Bullshit loszulassen, den wir uns selber erzählen, wie ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht. Denn du bist gut genug und du kannst das. Und es ist aber auch okay, wenn es sich gerade anders anfühlt. Ja, das ist dieses sich durchmanövrieren, durch das eigene Leben, durch die eigenen Gefühle. Und es gehört alles dazu und es ist alles in Ordnung. Und du darfst in die Tiefs reingehen und du darfst deine Schatten akzeptieren und integrieren, genauso wie du aber auch dein Licht integrieren darfst. Es gehört alles zu dir, okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig, das einmal hier so zu sagen. Und jetzt starten wir los mit EFT.
Also, für alle, die jetzt gerade zuhören und nicht das Video gucken, ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu erklären, so dass du einfach übers Hören mitmachen kannst. Aber du kannst dir natürlich auch super gerne einfach das Video anschauen, weil es dann einfacher ist, weil du siehst quasi die unterschiedlichen Punkte. Und ich würde dir empfehlen, für die EFT-Session jetzt, dass du dir wirklich einen Ort suchst, an dem du ungestört bist. Es dauert ungefähr 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, je nachdem, mal gucken, wo du jetzt ungestört mittappen kannst. Falls du gerade unterwegs bist oder Auto fährst, dann mach einfach kurz Pause, hör irgendeine andere Folge. Und wenn du heute Abend zu Hause bist, dann mach es wieder an und mach mit mir die EFT-Session. Und es ist auch eine Session, die kannst du immer wiederholen, okay? Das ist auch, wie gesagt, nichts, was einfach dann, das macht man einmal und alles ist ready, sondern du bist in der Größe deiner Seele einfach so unendlich tief und weit, dass es immer wieder Themen gibt, die kommen dürfen und die bearbeitet und angeschaut werden dürfen. Und es gibt auch Zeiten, wo einfach alles nice und alles gut ist. Auch da, alles gehört einfach zu dir, okay? So, und jetzt legen wir los. EFT, Emotional Freedom Technique, ist eine fantastische Technik, eine Akupressurtechnik, die, wie gesagt, bestimmte Meridianpunkte deines Körpers stimuliert, bestimmte Energieknotenpunkte. Und durch diese Stimulation in Zusammenhang, in dem Zusammenbringen mit dem Gefühl, was du fühlst, was hochkommen darf, was nicht mehr unterdrückt wird, sondern was jetzt da sein darf, kann es transformiert werden, okay? Kann dein Körper, deine Seele, dein Geist, dein Verstand anfangen, diesen alten Glaubenssatz zu transformieren in einen neuen Glaubenssatz. Das ist alles, worum es geht. Es ist quasi wie eine Art spirituelles, mentales Training für deinen Körper und für deinen Geist, zu lernen, diesen alten Glaubenssatz wahrzunehmen, festzustellen, auch was er mit dir macht, das Gefühl dahinter wahrzunehmen und dann einen neuen Glaubenssatz zu integrieren. Denn wir alle haben diese Glaubenssätze und wir sind zu 95% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn du anfängst, in deinem Unterbewusstsein durch eben diese positiven Suggestionen neue Glaubenssätze zu integrieren, wirst du sehen, es hat einen neuen Effekt auf dein Leben. Warum? Weil du mit einer vollkommen anderen Brille anfängst, durch dein Leben zu gehen. Ja? Dieser alte Glaubenssatz, wenn du den ersetzt jetzt durch zum Beispiel, ich bin gut genug, ich bin liebenswert, ich bin richtig so, wie ich bin, ich darf Fehler machen, all das gehört zu mir, dann hat das ganz andere Gefühle für dich. Du fühlst dich leichter, du fühlst dich frei, du fühlst dich friedlich, du fühlst dich geborgen, du fühlst dich vertrauensvoll. Das heißt, du triffst ganz andere Entscheidungen. Du sagst, ja klar mache ich den Vortrag, ja klar schreibe ich das Buch, ja klar mache ich meinen eigenen Laden auf oder ja, na klar spreche ich den Mann in der Bar an oder die Frau in der Bar an, was auch immer es ist. Ja, es hat dann einfach einen anderen Effekt und das wiederum bestätigt dich dann in deiner Identität. Natürlich ist es manchmal dann nicht wirklich ganz so leicht. Ich habe gerade auch 2 Jahre gebraucht, mich zu trauen, mein Buch zu schreiben. Aber zum Glück habe ich es gemacht, weil ich eben an mir gearbeitet habe. Okay. Ich würde dich bitten, einen bequemen Sitz zu finden und einfach hier mal ganz tief durch die Nase einzuatmen, durch den Mund auszuatmen, dich hier zu spüren, dich wahrzunehmen und einfach mal in dich rein zu hören, ganz liebevoll, welchen Glaubenssatz du in deinem Leben noch hast, welche Überzeugung über dich selbst, von der du eigentlich weißt, dass sie nicht mehr in deine Gegenwart gehört. Eine Überzeugung, die irgendwo aus deiner Vergangenheit kommt, die aber immer noch in deiner Gegenwart einen Effekt hat auf das Jetzt und auch auf deine Zukunft. Und spür da einmal in dich hinein. Welche Überzeugung kommt da? Ist es, ich bin nicht gut genug? Ist es, ich bin nicht liebenswert genug? Ist es, ich bin falsch? Ich bin machtlos? Spür da mal rein. Es kann auch sowas sein wie, ich bin zu laut oder ich bin zu leise, ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Spür in dich rein, was ist deine Überzeugung, die du hier gerne auflösen möchtest. Okay, sehr gut. Und wir fangen jetzt heute einmal an, auf der Thymusdrüse zu klopfen, beziehungsweise unter deinem Schlüsselbein. Also du weißt hoffentlich, wo dein Schlüsselbein ist, das sind diese beiden Knochen unterhalb von deinem Hals.
bei deinen Schultern, unter deinen Schultern, auf deiner Brust. Und du fängst jetzt einfach mal an, auf diesen Punkt zu klopfen von deinem Schlüsselbein und spürst hier einfach mal rein in diesen Glaubenssatz. Du lässt ihn einfach da sein. Sag ihn mir, wenn du mich hier jetzt gerade siehst oder hörst, stell dir vor, wir sprechen miteinander, okay? Sag mir deinen Glaubenssatz. Was ist dein Glaubenssatz? Und klopf dabei einfach deine Thymusdrüse. Punkte unter deinem Schlüsselbein, in der Mitte von deinem Brustkorb. Und lass es einfach da sein für einen Moment. Okay. Und dann gehst du jetzt über deine Augenbrauen und fängst an, über deinen Augenbrauen zu klopfen. Und sag mir nochmal deinen Glaubenssatz. Sag ihn mir, was auch immer es ist. Sehr gut. Und während du über deinen Augenbrauen klopfst, schau einmal, welches Gefühl ist mit diesem Glaubenssatz verbunden? Welches Gefühl ist mit diesem Glaubenssatz verbunden? Ist es Angst, Wut, Machtlosigkeit, Scham, Traurigkeit? Welches Gefühl ist damit verbunden? Atme tief ein, tief aus. Und dann sag mir einmal, welches Gefühl ist damit verbunden? Okay. Und dann auf der Außenkante deiner Augenbrauen an deinen Schläfen weiter tappen. Und du tappst einfach ganz leicht, ja, so dass du diesen Druck spürst, aber dass es logischerweise nicht weh tut. Und du erlaubst jetzt einmal in dieses Gefühl reinzugehen. Und stell dir vor, wir sitzen voreinander, stell dir vor, du kannst direkt mit mir reden. Und dann sag mir einmal, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Wo in deinem Körper kannst du das wahrnehmen? Ist es im Brustkorb, im Bauch, im Hals, im Kopf? Wo ist dieses Gefühl? Und dann sag mir das, erzähl mir das. Okay, und dann klopf einmal unter deinen Augen, an deinen Wangenknochen. Sehr gut. Und wiederhole nochmal, mein Glaubenssatz ist, und ich fühle mich und setz da ein, wie du dich fühlst. Stell dir vor, wir reden miteinander, dass du mir das erzählst. Mein Glaubenssatz ist und ich fühle mich. Okay, und dann klopf unter deiner Nase weiter. Einfach mit einer Hand unter deiner Nase weiter klopfen. Und spür hier nochmal rein, wenn du dieses Gefühl spürst. Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 die Intensität, die dieses Gefühl in dir auslöst. Dabei ist 1, das Gefühl ist weg, und 10, das Gefühl ist massiv stark. Wie stark ist das Gefühl bei dir? Von 1 bis 10. Und sag mir die Zahl. Okay, sprich's gerne einfach laut aus. Sehr gut. Und dann klopf unter deinem Kinn, unter deinem Mund auf deinem Kinn. Und erlaube dir das Gefühl einfach zu spüren, es wahrzunehmen. Sehr gut. Und dann klopf wieder bei deiner Thymusdrüse. Und dann wiederhole hier den folgenden Satz. Auch wenn ich diesen Glaubenssatz habe, und setz hier nochmal deinen Glaubenssatz ein, auch wenn ich diesen Glaubenssatz habe und ich mich so fühle und wie dein Gefühl ist, sag mir das ruhig, sprich mit mir, sag, auch wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert und mich ängstlich fühle, oder machtlos, hilflos, traurig, wütend, das ist auch bei dir, sag mir das einmal. Und dann öffne ich mich dafür, auch wieder Liebe für mich empfinden zu können. Öffne ich mich dafür, auch wieder Liebe für mich empfinden zu können. Sehr gut. Und dann klopf einmal auf der Spitze deines Kopfes, und du kannst auch so ein bisschen um deinen Kopf herum klopfen, auf der Spitze deines Kopfes, hinten an deinem Hinterkopf klopfen. Sehr gut. Und dann wiederhole ich hier für dich, ich öffne mich dafür, auch wieder Liebe für mich selbst empfinden zu können. Und ich kenne diesen Glaubenssatz jetzt schon so lange. So, so lange. Und dann klopfst du über deine Augen. Ich habe diesen Glaubenssatz irgendwann angefangen zu glauben.
Und wiederhol diese Worte einfach, okay? Red mit mir, wiederhol sie laut. Ich habe diesen Glaubenssatz irgendwann angefangen zu glauben, als ich Schutz brauchte. Außenkante deiner Augen, Schläfen. Dieser Glaubenssatz hat mich beschützt. Er hat mir eine Erklärung gegeben für etwas, was ich als Kind nicht verstehen konnte. Unterseite deiner Augen, auf den Wangenknochen. Diese Überzeugung war nie gegen mich, sondern sie hat mich als Kind geschützt, weil ich es nicht besser wusste. Weil ich es nicht besser wusste. Unter dem Mund. Und das ist okay. Ich war klein und ich wusste es nicht besser. Ich wollte mich doch einfach nur schützen. Unter deinem Mund, an deinem Kinn. Und jetzt fühle ich diese Gefühle von Angst, Scham. Was ist dein Gefühl? Welches Gefühl fühlst du? Und ich kenne dieses Gefühl schon so lange in meinem Leben. Und ich kann jetzt erkennen, dass das Gefühl und der Glaubenssatz eigentlich genau das in mein Leben zieht, was ich versuche zu vermeiden. Schlüsselbein. Ich kann erkennen, dass mich dieser Glaubenssatz, diese Überzeugung heute nicht mehr schützt, sondern vielmehr genau dazu führt, wovor ich eigentlich Angst habe. Spür das einmal. Spür, nimm wahr, dass der Glaubenssatz, den du hast, der dich irgendwann mal geschützt hat, heute aber dazu führt, dass genau das, wovor du Angst hast, deine Realität wird. Dann klopf nochmal auf der Spitze deines Kopfes, so hinten an deinem Hinterkopf, um deinen Kopf herum, auf der Spitze deines Kopfes. Ich kann jetzt sehen, dass es für mich gut ist und Zeit ist, diese Überzeugung loszulassen. Sie ist wie ein alter Mantel, den ich jetzt ausziehen kann, den ich nicht mehr brauche, der mir viel zu klein geworden ist. Klopf über den Augen. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt erkennen kann, neben den Augen. Und ich bin meinem inneren Kind so dankbar, dass es mir aufgrund von meinen Gefühlen gezeigt hat, mich hierhin geführt hat, in diesem Moment. Dass ich die Gefühle loslassen darf, dass ich sie transformieren darf. Es war alles nur zu meinem Besten. Unter deinen Augen klopfen, auf deinen Wangenknochen. Und jetzt kann ich neu wählen. Ich kann dieses Gefühl loslassen. Atme hier einmal tief durch die Nase ein. Und dann so richtig laut ausatmen, so, oh, sehr gut, lass hier einmal los. Unter der Nase klopfen. Ich öffne mich dafür, neu über mich denken zu dürfen. Unter dem Mund auf deinem Kinn klopfen. Ich erlaube mir, das Alte loszulassen und mich dafür zu öffnen, eine liebevolle Beziehung zu mir selbst zu beginnen. Tag für Tag, Stück für Stück. Thymusdrüse. Ich lasse das los. Ich lasse diese Überzeugung ganz friedlich los. Ich kämpfe nicht dagegen. Ich lasse sie einfach los, weil ich sehe, dass sie mir lange gedient hat. Und jetzt bin ich aber groß. Ich brauche sie nicht mehr. Ich kann wählen, eine neue Überzeugung in mir zu integrieren, die tatsächlich das Leben für mich erschafft, das ich leben möchte. Ich kann sehen, dass ich die Schöpferin meiner Realität bin. Spitze deines Kopfes klopfen, atme tief durch die Nase ein. Oh, ausatmen.
Ich beginne, mich selbst zu lieben, hier und jetzt. Einfach alleine schon dadurch, dass ich loslasse. Ich erlaube mir, mich selbst zu lieben. Eine Freundschaft zu mir selbst zu beginnen. Über deinen Augenbrauen, spür hier einmal in dich hinein. Wenn du eine Freundschaft zu dir selbst aufbaust, wenn du beginnst, dich selbst zu lieben, welches Gefühl kommt dann? Außenseite deiner Augen. Welches Gefühl kommt in dir hoch, wenn du beginnst, dich selbst zu lieben? Spür hier rein und sag mir das Gefühl, was ist das Gefühl, was bei dir kommt? Es ist Liebe, Leichtigkeit, Frieden, Ruhe, Freude, Begeisterung. Was kommt hier bei dir unter den Augen? Klopfen, spüren, lass dieses Gefühl einmal da sein. Stell dir vor, wie es sich so ganz liebevoll in dir ausbreitet. Und dann klopf weiter unter der Nase. Und schau einmal, ob du dieses Gefühl in eine neue Überzeugung fassen kannst. Wenn du dich so fühlst, was weißt du dann über dich? Ist es, ich bin liebenswert? Ist es, ich bin gut, so wie ich bin? Ist es, ich bin genau richtig, wie ich bin? Ist es, ich darf Fehler machen? Ich darf wachsen? Ist es, ich bin machtvoll? Spiel in dich hinein, was ist eine neue Überzeugung? Dann unter dem Mund, dem Kinn und dann sag mir einmal die Überzeugung. Sag mir die neue Überzeugung. Atme tief ein und aus. Oh, sehr gut. Erlaube deinem Körper hier zu entspannen, all diese alte Energie loszulassen. Spür hier in dich hinein. Und dann klopf weiter auf deiner Thymusdrüse. Nimm das hier einmal wahr. Sehr gut. Spür dieses neue Gefühl, lass es sich in dir ausbreiten. Erlaube dir diese alte Überzeugung, diese alten Gefühle ganz friedlich, ohne Kampf einfach gehen zu lassen. Sie haben dir so lange gedient, du kannst ihnen so dankbar sein. Aber du brauchst sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr wahr. Sie waren auch nie wahr, auch wenn es sich so angefühlt hat. Du wusstest es nicht besser. Niemand von uns wusste es besser. Und dann klopf einmal an der Außenkante deiner Rippen. Atme hier tief ein, tief aus. Und erlaube diesem neuen Gefühl, sich weiter in dir auszubreiten. Stell dir vor, wie es in jede Zelle deines Körpers fließen kann. Und dann klopf nochmal auf der Spitze deines Kopfes. Und jetzt stell dir einmal vor, dass du beginnst, in Einklang mit dieser neuen Überzeugung, sag mir nochmal, was ist deine neue Überzeugung? Was ist dein neuer Glaubenssatz? Danke. Und jetzt stell dir vor, dass du jetzt in Einklang mit dieser neuen Überzeugung beginnst, dein Leben zu erschaffen. Und stell dir vor, du kannst jetzt einmal in deine Zukunft gucken. Klopf weiter über deinen Augenbrauen. Und nimm einmal wahr, was dir jetzt möglich wird mit dieser neuen Überzeugung und wie sich das anfühlt. Außenkante deiner Augen an deinen Schläfen. Schau in deine Zukunft. Nimm wahr, welche neuen Entscheidungen du jetzt treffen kannst. Nimm wahr, welche neuen Erfahrungen du machen kannst, die dich in deiner neuen Identität bestätigen, in deinem neuen positiven Glaubenssatz. Sehr gut. Unter den Augen. Und dann erzähl mir davon. Erzähl mir, was kannst du sehen? Sag, ich sehe wie ich. Ich treffe die Entscheidung, das erzähl's mir. Sehr gut. Erzähl mir alles. Okay. Dann klopf weiter unter deiner Nase. Wiederhole deinen neuen Glaubenssatz hier. Spür das Gefühl. Sehr gut. Unter deinem Mund weiter klopfen. Und dann wiederhole hier nochmal deinen neuen Glaubenssatz. Lass das Gefühl sich in dir ausbreiten. Sieh die Vision, die du hast von deiner Zukunft. Und spür, wie du in Einklang kommst, wie deine Seele, dein Körper, dein Geist hier in Einklang kommen. Wie du zurückkehrst in die Harmonie in dir, in den Frieden in dir.
wie du neue Möglichkeiten in dir erschaffst. Klopf weiter auf deiner Thymusdrüse unter deinem Schlüsselbein. Atme hier einmal tief durch die Nase ein und aus. Und erinnere dich einmal an die Skala von 1 bis 10 und an deinen alten Glaubenssatz und dann schau einmal, wie sich das verändert hat von einer Skala von 1 bis 10. Und dann sag mir mal die Zahl, auf der du jetzt bist. Sehr gut, danke schön. Und dann klopf nochmal auf den Außenkanten von deinen Rippen, auf der Außenseite von deinen Rippen. Atme hier nochmal tief durch die Nase ein. Durch den Mund aus, sehr gut. Lächle hier ganz liebevoll in dich hinein. Bedanke dich bei dir selbst, dass du dich für diesen inneren Prozess geöffnet hast, dass du dir erlaubst, mit deinen Emotionen zu arbeiten, bei dir anzukommen, aufzulösen, was nicht länger zu dir gehört. Und dann schließ hier einfach für einen Moment nochmal deine Augen. Leg deine Hände in deinen Schoß ab. Und nimm einfach nur wahr. Nimm dieses Gefühl in dir wahr, diese Weite, dieser neue, weite Raum, der hier in dir entsteht. Wiederhole hier deine neue Überzeugung, deinen neuen Glaubenssatz. Spüre dein neues Gefühl. Bedanke dich bei dir selbst. Lächle in dich hinein. Und mit dem nächsten Einatmen stell dir vor, als würdest du neu geboren werden, so als würdest du einen neuen ersten Atemzug in deinem Leben einatmen, jetzt tief einatmen. Ausatmen. Und dann öffne deine Augen. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Schön, dass du da bist. Ich hoffe sehr, dass dir das gut getan hat. Falls du die Session bei mir auf der Webseite oder bei YouTube geschaut hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, von welcher Skala, also von 1 bis 10, wie sich die Zahl verändert hat, was dein neuer Glaubenssatz ist, was das neue Gefühl ist, das du integrieren möchtest, wie du dich generell fühlst. Und natürlich freue ich mich auch wie immer, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und mir deine Gedanken dalässt zu der Folge von heute, ob es dir geholfen hat. Und wie gesagt, nutz EFT, nutz dieses Tool. Du hast es jetzt hier im Podcast frei zur Verfügung. Mach es am besten vielleicht einfach mal einen Monat lang, jeden Tag. Ich meine, wie lange war das jetzt? Vielleicht 20 Minuten, dass du das für dich wirklich einfach nutzen kannst, integrieren kannst und anfangen kannst, nach dieser neuen Überzeugung für dich zu leben und das zu fühlen. Und danke, danke, danke für diese wunderschöne Session. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und noch ein paar schöne Infos vielleicht für dich. Das eine ist, wenn dich das interessiert, EFT, wenn du darüber mehr lernen möchtest, mehr damit arbeiten möchtest, du findest in meiner App, in der Higher Self App, die du dir auch kostenlos runterladen kannst, weitere EFT-Sessions mit mir zum Thema auch Ängste auflösen zum Beispiel, die du einfach nutzen kannst. Du kannst dir die App, wie gesagt, kostenlos herunterladen. Und im Higher Self Home, in meinem monatlichen Mitgliederbereich, das ist quasi das spirituelle Netflix, hast du die Möglichkeit, auch mit mir immer Live-Sessions zu machen, wo wir auch immer mal wieder EFT-Sessions zusammen machen, Tapping-Sessions zusammen machen und es jeden Monat einen anderen Fokus gibt. Schau da auch sehr, sehr gerne vorbei, wenn du das möchtest. In diesem Monat haben wir das Thema Selbstvergebung. Vielleicht ist das für dich ja auch spannend. Und last but not least, falls du mein neues Buch Zurück zu mir noch nicht gelesen hast, lies es wirklich. Es ist einfach so schön, die ganzen E-Mails und Nachrichten und Bilder, die mich erreichen von Menschen, die wirklich sagen, das Buch hat so viel in ihrem Leben verändert. Und ich freue mich so sehr, wenn es auch in deinem Leben einfach ganz viel Freude und Liebe da reinbringen kann. Zurück zu mir, du findest es überall, wo es Bücher gibt. Und danke an der Stelle auch wirklich für diese unfassbar tollen Rezensionen, die ihr mir geschrieben habt auf Amazon. Ich freue mich so sehr darüber, sie zu lesen und es berührt mich wirklich
ganz tief in meinem Herzen, dass da so viel Liebe, diese Welle der Liebe zu mir zurückkommt. Danke dafür. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wunderschönen, fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen. Fühl dich von Herzen von mir umarmt. Und ja, es ist einfach so schön, dass es dich gibt. Und ich hoffe sehr, dass ich diese Folge heute daran erinnern konnte, dass es so viel mehr in dir gibt und dass es in dir diese Essenz gibt und diese Liebe gibt und dass du dich mit der connecten kannst, verbinden kannst. Und in dem Moment, wenn du dein Bewusstsein ganz bewusst dahin lenkst, dass sie anfängt, wieder durch dich hindurch zu fließen und du zurückkehren kannst zu dir selbst. Also fühl dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Pass auf dich auf und rock on und namaste, deine Laura.